Two-Drifter der Speedway-Superliga aus 7 Nationen kämpfen um den Einzug ins Kontinentalfinale der Speedway-Einzel-Weltmeisterschaft. Nur die ersten 8 aus 20 Rennen, jeder gegen jeden, dürfen zur letzten Quali-Runde für den Speedway Grand Prix 2000 nach Polen. Fürs Rahmenprogramm hat sich der Veranstalter hier jede Menge einfallen lassen. Vordergründig geht es darum, dass wir die Rockband live hier ins Stadion bekommen konnten. Das wunderschöne Wetter spielt natürlich auch mit. Das macht die Sache umso schöner. Wir erwarten in Kürze auch die Fallschirmspringer. Die werden hier im Stadion landen. Hinzu haben wir den Harley-Davidson Club hier aus Kiel. Sehr viele schöne Mädchen, die das Ganze auch meinetwegen attraktiver gestalten dürften. Ich hoffe, dass das Ganze heute so optimal aufgebaut ist, dass wir alle sehr viel Freude daran haben können. Die Vorstellung der Fahrer. Qualifiziert für diesen WM-Lauf sind auch 3 Einheimische. Zunächst der Lokalmatador des MSC Brockstedt, Matthias Matten Gröger. Und der mit deutscher Lizenz des DMSB fahrende Tscheche Aleš Strüml Junior. Sowie der deutsche Sandbahn-Vizeweltmeister Robert Barz hier im Wils. Der Superliga-Kapitän des MSC Brockstedt, Matthias Gröger, hat sich auf seiner Hausbahn entsprechend viel vorgenommen. Also ausrechnen kann man sich heute schlecht Chancen. Es sind ziemlich viele gleichmäßige Fahrer am Start und das wird ein spannendes, ausgeglichenes Rennen und wir wollen mal ins Ende des Rennens abwarten. Das Ziel ist natürlich ganz hoch gesteckt. Ich hoffe, dass ich unter die ersten 3 heute kommen kann und ja, werde auch alles dran setzen. Ja, und wir drücken ihm natürlich die Daumen und beginnen, wie Sie hier in der Ankündigung der hübschen jungen Dame sehen, gleich mit Heat 2 mit deutscher Beteiligung. Gelbe Kappe, ganz außen, das ist Gröger. Dann der Ungar Notch, weiße Kappe, neben ihm der Tscheche Makowski im Blauen. Auf der Innenbahn Aleš Strüml mit der roten Mütze. Makowski kommt zunächst am besten weg, dann Strüml. Und ich kann es vorwegnehmen. Gröger muss gleich mal ohne Fremdeinwirkung von der Maschine. Die erste von 5 Chancen ist dahin. Er muss hier unter die ersten 8 kommen, um das Kontinentalfinale der Speedway WM zu erreichen. Ich hatte gut Griff am Hinterrad-Eingang Kurve und 3/4 der Kurve bekam ich auf einmal eine glatte Stelle zu fassen und auf einmal ging mir das Hinterrad so weg, dass ich das nicht mehr auffangen konnte und naja, habe ich gedacht, ist nicht so schlimm, erste Kurve. Meistens wird man durch so einen Unfall, erste Kurve, wieder zugelassen zum Rerun, aber leider bin ich ausgeschlossen worden. Ja, und Sie sehen es, die Zuschauer sind verärgert und das nicht ohne Grund, denn der Schiedsrichter entschied, den Lokalhelden zum Wiederholungslauf nicht mehr zuzulassen. Diesen gewann der Ungar Notch vor dem Tschechen Michael Makowski und Aleš Strüml. Die Bahn wird gewässert, naja, besser benetzt und einer hat an der Bahn doch einiges auszusetzen. Ja, die Bahn ist ziemlich schuppig, ich habe es vorher beim Interview schon mal betont. Durch das, dass es dann so trocken ist, schiebt es vereinzelte Sandhügel hin. Und dann, wenn du in so einen Sandhügel reinfährst, steigt das Motorrad hoch, dann kommst du wieder raus auf den glatten Platz, dann geht es wieder richtig quer. Schaut dermaßen stümperhaft aus. Die Zuschauer denken wahrscheinlich, das ist dritte Garnitur, aber hat mit uns absolut nichts zu tun. Das liegt einzig und allein an der Bahn. Und ich habe jetzt auch dem Veranstalter schon gesagt, sie sollen ein bisschen darauf achten, dass sie gute Bahndienste machen, dass man den Zuschauern auch guten Sport zeigen kann. Und wir kommen zu Heat 3. Und auch hier ist wieder ein deutscher Fahrer am Start. Zweiter von innen, der eben gehörte Robert Barth aus Memmingen mit blauer Helmfarbe. Ganz außen der Pole Robert Vlies, dann sein Landsmann Robert Savina und der Franzose Philippe Berger. Und Barth kommt schlecht weg. Der Franzose nutzt die Innenbahn und setzt sich an die Spitze vor Savina und dann erst Barth. Oh, und Sie sehen, Savina hat hier fast einen Highsider und kommt weit raus. Barth nutzt die Gelegenheit und geht innen vorbei. Und schön zu sehen, was Robert Barth vorhin noch beschrieben hat, diese Sandhügel, wo es die Fahrer leicht aufstellt und sie die Linie verlieren. Und der Franzose Berger gewinnt vor Barth, Savina und Vlies. Wie Sie sicher wissen, gibt es 3 Punkte für den Sieger, 2 für den Zweitplatzierten, einen für den Dritten und der Letzte. Der geht bei so einem Lauf leer aus. Herrliches Wetter hier in Brockstedt und wir hören, wie ein leicht gehandicapter Robert Barth sein erstes Rennen sieht.
Nein, momentan lassen wir alles so, wie es ist. Der erste Lauf, 2 Punkte, war okay. Ich bin heute ein bisschen gehandicapt. Ich habe einen Wirbel ausgerenkt, habe vom Doktor schon 2 Spritzen bekommen und ich hoffe, dass ich das durchstehe und Punkte sammeln ist wichtig. Und während sich die Schönen in der Sonne ahlen, machen wir einen Sprung zu Heat 7. Auf der Außenbahn mit der gelben Kappe der Tscheche Pavel Ondrášek. Daneben in Weiß Michael Makowski, dann in Blau Bohumil Brehel und ganz innen wieder Robert Barth. Und Barth kommt gut weg. Aber dann hat er wieder einen kleinen Hänger und Makowski und Brehel, die beiden Tschechen, gehen innen durch. Barth probiert es außen herum, die weitere Linie. Aber mehr Speed und es gelingt ihm. Und jetzt kann Barth die Tschechen souverän in Schach halten. Sie sehen es hier, schon mächtiger Abstand. Und er gewinnt diesen Lauf vor Makowski und Brehel. Tolle Vorstellung des Kfz-Mechanikers aus Dickenreishausen, einem kleinen Ort bei Memmingen. Barth fährt für seinen Heimatclub Memmingen und den SC Neuenknick. Und wir hören den Kommentar des Allgäuers zu diesem Rennen. War im ersten Moment in Führung, wurde dann ausgangs von der Kurve überholt und habe die Führung dann wieder zurückerobert. Die Bahn ist außen sehr ruppig und sehr schuppig. Und das liegt uns Langbahn- und Grasbahnfahrer halt etwas besser als wie den reinen Speedway-Spezialisten. Das hat man ja gesehen, es ist eigentlich keiner so weit rausgefahren als wie ich. Es war anscheinend eine erfolgreiche Linie und das zählt ja. Es ist egal, ob man innen oder außen fährt, letztendlich sind wichtig, dass 3 Punkte nach Hause gefahren werden. Noch eine schöne Zeitlupe und weiter geht's mit Rennen 8. Mit dabei der Unglückliche aus Heat 2, Matthias Gröger, hier im Bild. Und wir sehen ganz außen in Gelb der Tscheche Topinka, dann mit weißer Kappe der Pole Vlies. Gröger muss jetzt seine Chance nutzen, wenn er am 25. Juli im polnischen Wrocław beim Kontinentalfinale dabei sein will. Innen noch mit roter Kappe der Ungar Attila Stefani. Den besten Start erwischt von ganz außen der Tscheche Topinka. Dann ein harter Fight um Platz 2. Den gewinnt zunächst der Pole Vlies. Gröger im Moment letzter. Tomasz Topinka setzt sich an die Spitze. Hat schon einen mächtigen Abstand. Und Topinka bringt das Ding nach Hause. Dahinter dann Attila der Hunne, nein, der Ungar Attila Stefani. Dritter wird Robert Vlies und Matthias Gröger geht mit 0 Punkten zum zweiten Mal an diesem Tag leer aus. Ja. Wie gesagt, ich komme mit der Bahn so schwer klar heute. Die ist so unterschiedlich, glattgriffig, dass, ja, dass da bald noch ein Sturz bei rauskam und dass ich schon an der Grenze bin. Aber ich finde den richtigen Weg nicht heute. Auf jeden Fall ist die Bahn heute ein kompletter Unterschied zu sonst. Vielleicht ist er heute auch nicht so ausgeschlafen wie die beiden hier. Die Zuschauer genießen inzwischen das tolle Rahmenprogramm, während der Bahndienst das Oval immer wieder auf Vordermann bringt. Wir kommen zum Zwischenstand. Notch vor seinem Landsmann Stefani, Robert Barth, toller Dritter zu diesem Zeitpunkt, noch vor dem Franzosen Berger, der in der englischen Profiliga fährt, und von Matten Gröger ist weit und breit nichts zu sehen. Ja, also viel verlieren kann ich nicht mehr. Alles geben oder ja, und durch. Matthias Gröger also sehr frustriert, er kommt hier und heute einfach nicht zurecht. Was meint Robert Barth? Ja gut, die Tschechen sind natürlich nicht schlecht, es sind 2 starke Ungarn da, auch ein starker Pole. Matten Gröger habe ich eigentlich auch sehr, sehr stark eingeschätzt, aber der hat halt leider heute nicht seinen Tag erwischt. Gut, ich glaube, die absoluten Gegner, die absoluten Top-Gegner, die habe ich mittlerweile in meine Heats schon gehabt, habe ich zum Teil schon geschlagen und ja, wie gesagt, schauen wir mal. Ja gut, meint Robert Barth. Martin Grögers nächste Chance jetzt in Heat 14. Und wir kommen zum letzten Heat, dem Heat Nummer 20. Und hier bereitet sich Robert Barth auf seinen Finalauftritt vor.
Der Ungar, Attila Stefani in Gelb ganz aus. Neben ihm dann Robert Barth. Er ist heute in einer Bombenform. Zweiter von innen der Slowene Tomasz Sustersic und auf der Innenbahn Aleš Strümmel. Und Barth kommt ganz schlecht weg. Ihm verschlägt es etwas die Richtung. Stefani, der Ungar, geht in Führung, gefolgt von Aleš Strümmel. Barth mit der weißen Kappe. Er geht an Strümmel vorbei. Barth wird nochmal von Strümmel attackiert. Und Barth, der Langbahnspezialist, kommt auf der äußeren Linie prima zurecht, kann den Speed entsprechend mitnehmen. Schön zu sehen hier. Aber Stefani gewinnt vor Barth und Strümmel. Sustersic geht leer aus. Und in der Zeitlupe hier ist es schön zu sehen, wie Barth von ganz außen den Speed auf die Bahn bringt und an Strümmel vorbeizieht. Tolle Bilder hier aus Bruckstedt. Ein Schlussstatement vom Gesamtsieger hier. Ja, selbstverständlich. Schöne Mädchen, strahlender Sonnenschein. Na, Quatsch. Bisschen Joke muss sein. Na, es war eigentlich okay. Trotz meiner Rückenverletzung habe ich das relativ gut über die Bühne gebracht, habe nur 2 Punkte abgegeben. Ich glaube, man kann zufrieden sein. Besser wie ein Sieg geht es ja normalerweise nicht. Top-Veranstaltung, gute Bahn. Also rundherum bin ich zufrieden. Bei einem Sieg, was soll man da sagen? Da muss man ja zufrieden sein. So ist es. Robert Barth gewinnt hier das Continental-Halbfinale in Bruckstedt. Qualifiziert für das Kontinentalfinale der Speedway-Einzel-WM am 25. Juli im polnischen Wrocław sind diese 8 Fahrer. Die Bilder des Siegers.